Wir machen anlässlich des Earth Overshoot Days, also des deutschen Earth Overshoot Days, des sogenannten Erdüberlastungstag, der war vor 2 Tagen am 5. Mai, möchten wir einfach darauf aufmerksam machen, dass es nicht so weitergehen kann, wie wir mit den Ressourcen umgehen, weil wenn alle so wirtschaften würden wie Deutschland, bräuchten wir 3 Erden, was wir hier auch darstellen wollen, eben mit diesen 3 großen Kreisen. Wir haben eben nur diese eine Erde und keine 3 und deshalb muss sich was ändern. Und ja, da das, denke ich, auch nicht allen so geläufig ist, dass jetzt vor 2 Tagen dieser Erdüberlastungstag war, wollen wir eben darauf aufmerksam machen. Das ist also eine rechnerische Sache, sag ich mal. Da wird eben der gemittelte ökologische Fußabdruck von Deutschland berechnet. Und anhand dessen kann man dann feststellen, dass wir eben am 5. Mai, also vor 2 Tagen, schon die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen aufgebraucht haben, wenn die ganze Welt so wie Deutschland wirtschaften würde. Wir leben ja ab gestern sozusagen auf den Kosten der zukünftigen Generationen und auf der anderer Länder. Und das kann unserer Ansicht nach nicht sein und deshalb sind wir hier. Wir wissen, dass es noch möglich ist, ja, das 1,5-Grad-Limit einzuhalten, und wir wissen auch, dass es nötig ist. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir immer noch so diese Kombination aus Hoffnung und Wut, sag ich mal, sehr wichtig ist. Osthessen News. Sehen, was bewegt.